Mette Leute, servus und herzlich willkommen zurück. Endlich zu einem weiteren Let's Play, endlich von der Wii U, da ich endlich den Fehler erkannt habe, den ich hatte. Ja, und wir spielen Donkey Kong. Wie ihr seht, bin ich hier fleißig am Donkey Kong suchten sogar. Und ja, wir löschen einfach mal schlicht den ersten Speicher. Oder besser gesagt den dritten. Ab in den Süden. Haben sie sich bestimmt auch gedacht. Gerade ein bisschen arg ruhig, weil ich gerade ein Problem erkannt hatte. Ja. Ein Problem, das offensichtlich auch besteht. Hä? Hä? Kleinen Moment, da muss ich mal kurz was überprüfen. So. Ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an. Autsch. Ja, ich bin noch gerade ein bisschen ruhig. Also ich habe jetzt... Was? Mich persönlich hat das Spiel jetzt schon länger gereizt. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht... Autsch. Tatsächlich hat er mich gekillt. Ich glaub's nicht. Ich sterbe hier tatsächlich im Tutorial schon mehrfach. Das kann doch nicht ernst sein. Ja, da ist wieder für viele der Beweis, du bist voll schlecht. Und tatsächlich müsst ihr euch mal versuchen, darauf zu konzentrieren. Autsch, die hat mich ja noch getroffen, Alter. Ich dachte, die trifft mich da nicht, weil ich war ja wirklich ganz am Rand. Ich habe, glaube ich, in Donkey Kong noch nicht einmal geraged, seit ich es besitze. Was erstaunlich ist, da ich eigentlich in solchen Spielen grundsätzlich am Ragen bin. Und wenn ich heute ein bisschen wirke, dann liegt das daran, dass ich heute noch nicht im Bett war. Also nicht wundern, ich habe mal wieder durchgemacht für euch, weil ich wirklich nur am Rendern bin zurzeit. Und ich bin wirklich, ja, ich bin momentan echt nur irgendwie am Rendern, irgendwie am Aufnehmen. Ich weiß auch nicht, zurzeit ist das wirklich schlimm. Vermutlich kennen die meisten von euch auch gar kein Donkey Kong Country mehr. Also Donkey Kong Country und Donkey Kong Country Returns sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich bin meistens bei so Spielen immer ein bisschen null. Okay, da müssen wir jetzt überlegen. Mit einem kleinen Trick kommen wir vielleicht doch nochmal hoch. Oder auch nicht. Alle Aufnahmen, die ihr von mir seht, von diesem Spiel hier. Achso, das war jetzt ein Reflex übrigens. Muss ich mal anmerken. Ach, verdammt. Was habe ich jetzt sagen wollen? Achso. Okay. Man könnte jetzt schon fast als Speedrun bezeichnen, so wie ich hier durchheiz. So, und damit werden wir auch durch diese Welt durch. In einem kurzen Run. Ach, da habe ich den Sprung versaut. Ich habe noch gedrückt, aber es hat nicht mehr geholfen. Ah, und jetzt habe ich keine Dixie mehr. Er hatte in den ersten... Autsch. Er hatte in den ersten Teilen ja immer... Autsch. So. Ups, und eiskalt in den Tod gesprungen. Ah, ein kleiner Tod am Morgen durch Spinnen und Sorgen. Nee, Quatsch. Durch Schnecken und Forken? Ach, ist ja auch egal. Und Splatsch. Ach, jetzt habe ich Cranky verloren. Gut. Eine halbe Stunde und wir haben die halbe erste Welt schon fertig durch. Ich muss natürlich sagen, ich speede das jetzt absichtlich ein bisschen durch. Also ich feiere das Spiel ultra. Ich habe das bestimmt schon 5 oder 6 Mal durchgespielt. Aber das ist für euch jetzt wahrscheinlich erst im nächsten Part. Beziehungsweise ihr seid wahrscheinlich schon im neuen Part. Denn ich werde jetzt den Part wahrscheinlich beendet haben und neu gestartet haben. Für euch natürlich nur. Ich muss es ja im Nachhinein schneiden. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Und damit hätten wir auch dieses Level perfekt. Was heißt perfekt? Nicht perfekt, dann müssten wir auch noch die Puzzleteile machen und wir müssten außerdem einen Geschwindigkeitsrekord machen, die übrigens sehr brutal knapp gesetzt sind, also selbst mit meinem Speed, was ich hier vorlege,
bin ich sogar noch zu langsam für die Speedruns teilweise. Kann sein, dass es gleich laut wird im Hintergrund. Hier wird uns Diddy empfohlen. Da unten ist ein Ding, da möchte ich aber nicht rein. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut im Hintergrund. Ich habe jetzt kurz mal Pause gemacht, weil gerade der Müllwagen vorbeifährt. Vielleicht habe ich es auch rausgeschnitten, ich weiß es noch nicht. Da hätten wir das das N. Wir haben schon das N, lol. Na gut, wir sind schon fast durch, ne? So, Münzen. Der geldgeile Donkey Kong, hä? Schau einer den Donkey an. Sieh mir einer Donkey an, wie der Donkey donken kann. Was? Ah, Pinguine! Ich finde es voll geil. Hauptsache, es läuft doch mal E-Gitarre im Hintergrund und Metal. Das ist generell so geil. Wie hier immer Metal läuft. Wartet mal kurz. Halt. Ich muss hier mal ein, zwei Takte lauter machen für mich. Da wisst ihr, wo der Metal herkommt, Leute. Viking Metal. Ich finde es so geil. Der Soundtrack ist auch so geil von dem Spiel. Den muss ich mir auch mal bei Zeiten holen. Oh, und mein Magen knurrt. Und zwar ganz schön laut. Boah, ich freue mich schon auf mein Mittagessen. Du fettes Stück Scheiße, willst du mich hier über den Haufen hauen oder was? Oh yeah. Und ihr sagt immer, ich kann keine Videospiele spielen. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin ein Konsolenspieler. Ich bin mit Konsolen aufgewachsen. Meine ersten Spiele waren auf Konsolen Mario, Zelda. Das waren meine ersten Spiele auf meiner ersten Konsole. Meine erste Konsole war ein NES. Also Nintendo Entertainment Systems. Ich bin einfach mit Nintendo aufgewachsen. Und ich werde mit Nintendo wahrscheinlich auch sterben. Wegen diesem Level hier habe ich mir damals Waldmeistersause geholt und habe davon auch ein Let's Fun sogar gemacht. Die Ratten sind übrigens noch aus dem damaligen. Ich finde es eigentlich so schade, dass, naja, ich brauche bei Donkey Kong, glaube ich, nicht sagen, was ich sehr schade finde, oder? Die guten Rare-Zeiten. Ach, Mann. Ah, Hilfe! Okay. Halt. Na gut. Ah! Alter, jetzt konzentrier dich mal, Rainer. Gibt's ja nicht. Also mach den Bonus-Games nur nicht, weil das nicht kann. Nö, tatsächlich ist das völliger Blödsinn. Ich mach die einfach nicht, weil ich die Puzzleteile einfach nicht brauche. Oder nicht einsehe. Ich meine, auf der einen Seite, ja, ich kann es ja bei Gelegenheit mal alles suchen und dann nachträglich euch zeigen. Aber ich garantiere euch jetzt schon, dass ich das eh nicht machen werde. Was ist mit meinem Magen los? Der rebelliert gerade. Ich weiß gar nicht, ob man es hört. Ich hoffe nicht. Donkey Kong ist eigentlich eins meiner wenigen Spiele, in denen ich eigentlich ziemlich gut zurechtkomme. Okay, ja, tot. Ja, das passiert sogar dem Besten. Naja, es passiert eben auch mir. Was war das? Da bekommen wir uns. Okay, Concentration. Und wieder Bananen. Bananen müsste ich mir auch mal wieder kaufen. Ich habe gar keine mehr. Ah, meine Lieblingswelt. Juhu. Das ist meine Lieblingswelt in der Welt 2. Oh, was ich diese Welt schon gespielt habe. Darf ich fast kaum erzählen. So, dann haben wir hier schon den ersten Speicher und haben schon, ja, das war ein Fehler. Ich denke, ich werde es jetzt so machen, dass wir zuerst die Buchstaben einsammeln, also die, nicht die Buchstaben, sondern die, wie heißt es jetzt, habe ich den vergessen. Ja doch, die Zahlen halt. Doch, die Buchstaben, stimmt schon, was laber ich? Zahlen sind doch keine Zahlen.
Ja, und ich verspringe mich natürlich. Ich weiß nicht, Donkey Kong Country ist irgendwie richtig cool. Also, als Jump'n'Run und so. Bin ja eigentlich überhaupt kein Jump'n'Run-Spieler. Aber, ja. Donkey Kong. Limbo ist ja auch so geil. Wobei Limbo, ich weiß gar nicht, Limbo ist kein Jump'n'Run, ne? Limbo ist eher ein Strategiespiel. Boah, ich liebe diese Map, die ist so geil. Alpatol. Ja, ich kann nicht richtig lesen. Was soll's? Scheiß drauf. So eine Schreinerei. Denn jetzt geht's nämlich hier in einen geheimen Ausgang. Ach nee, oder auch nicht. Ich habe mich getäuscht. Das war gar kein geheimer Ausgang. Entschuldigung, mein Fehler. Ich glaube, das war sogar mit das einzige Bonuslevel seiner Art. Also im Prinzip meine ich jetzt damit halt die Art des Bonuslevels. Schwupps, und damit haben wir alle. Nice story, bro. So, und jetzt lol. Wir gehen hier rein. In die 2A. Was, du bist schon in der 2A? Ich dachte, du bist doch in der ersten Klasse. Eigentlich bin ich sogar schon aus der Schule raus. Was? Ja, Tatsache. Und ich jump in den Tod. Was zur Hölle? Er ist nicht gesprungen, die Sau. Ich glaube, wenn man das hier alles einsammelt, bekommt man auch ein Puzzleteil. Moment. Genau, da war auch eins. Jetzt müsste man es nur noch treffen. So. Das muss man drauf haben. Sich einen Millimeter daneben zu schießen, das muss man drauf haben, ohne Scheiß. So, wohin ich gehe, ist mir eigentlich ziemlich schnuppe. Das muss man echt drauf haben. Verdammt. Und tschüss. Das war übrigens Absicht diesmal. Wegen dem N. Das versau ich auch jedes Mal beim ersten Schuss. Und bam. Was? Ah, oh, schon wieder versaut. Ich werde es auch bei Donkey Kong Country. Ich werde es auch bei Donkey Kong Country Tropical. Moment. Boah, langsam, Rainer. Das ist so geil. Hilfe. Wow, das war knapp, bevor ich aufgehört habe zu blinken. Ach, und tschüss. Und dieses Mal habe ich es mir gemerkt. Ja, aber diesmal krache ich dafür oben rein. Bin mal gespannt, ob ich bin mal gespannt, ob ich in anderthalb Stunden zwei Maps abschließen kann. Da habe ich nur noch auf Dixie geachtet und bin eiskalt abgestürzt. So, einmal, zweimal, dreimal. Huch. Und da haben wir das nächste Puzzleteil. Bah, ey, sagt mal, ey. Bin ich ein Genie oder bin ich ein Genie? Ich weiß, ich bin eins. Ich wollte eigentlich da an das Puzzle ran, aber das habe ich nicht ganz geschafft. Und dann bin ich irgendwie in Panik geraten. Mein Fehler. So, das war nicht mein Ernst, oder? Ah, ich habe gedacht, ich schaffe das noch. Ich habe irgendwie gedacht, ich habe mehr Speed drauf. Nein! Boah, bin ich gut oder bin ich gut? Ich bin der Beste. Jeder, der was anderes behauptet, ist ein Lügner. Oder ein Neider. Hilfe! Warum ist Dixie nicht geflogen? Naja, okay, 1:10 ist auf jeden Fall machbar. Leicht machbar. Aber ich schaff's wahrscheinlich nicht, weil ich bin jetzt bei 1:27. Aber wir haben alle Kong-Buchstaben. Ich mache nur die Kong-Buchstaben, also ich mache nicht die Puzzleteile. Deswegen speed ich hier auch gerade so durch. Außerdem kenne ich das Spiel auswendig. Ah! Okay, mein Fehler. Ah! Keine Sorge, Leute, das ist normal. Da drüben. Ach! Ich bin ein Spezi. Ich bin so ein Spezi. Warum mache ich sowas immer wieder? Ich weiß doch genau, dass ich den Rollsprung dafür brauche. Ohne Worte. Ohne Scheiß.
Und Sploosh. Okay, hier war jetzt das N. Ja, fehlt nur noch das O. Und das ist hier unten. Was? Der hat mich... Manchmal, ne? Da frage ich mich schon wirklich. Was war das? Okay, ich habe es, glaube ich, ein bisschen zu eilig. Kann das sein? Ach, übrigens, falls diejenigen das hier sehen, vielen Dank für die Schokoküsse. Aber ihr dürft sowas definitiv nicht vor meine Haustür stellen. Schon gleich gar nicht bei so einem Wetter. Die sind nämlich alle aufgeweicht gewesen. Also bitte sowas nicht mehr machen. Und generell bitte nichts bei mir vor die Haustür stellen. Dankeschön. Muss ich ja mal so erwähnen. Hilfe. Ich hätte nie erwähnen dürfen, wo ich wohne. Und da wäre schon... Was? Da war ein Herz. Juhu. Ich meine, klar, ne? Wir kennen alle den Spruch No Risk, No Fun. Aber um ehrlich zu sein, es gibt einen Unterschied zwischen Wahnsinn und Dämlichkeit. Hilfe. Okay, können wir schon vergessen. Also eigentlich absolute Zeitverschwendung, sich um ihr Leben Sorgen zu machen. Außer man würde dauernd permanent drauf gehen. Von daher... Auch sie heißt meine Freundin und spielt das Spiel zum ersten Mal und habt keinen Plan, was sie tut und ja, seid so dämlich wie ich und jumpt dann auch noch da runter. So, sehr schön, dann haben wir das auch geschafft. Okay, jetzt wollte ich eigentlich gerade... Naja, gut, ist auch egal. Boah, das war mein Fehler, weil ich habe gerade nach rechts geschaut auf die Aufnahme. Und stell fest, was? Und stell fest, was? Ich hab da, da ist irgendwas. Und dann plötzlich... Na gut, jetzt ist es auch weg, jetzt auch egal. Hey Kongs, Kollege. Hey Kong, Kollege. Hab da in der Automaten Bananenmünzen hineinwerfen. Bekommst du was Cooles. Und jetzt wird's dann wahrscheinlich auch langsam, aber sicher schwer. Ehrlich gesagt, mich wundert es, dass ich hier so schnell durchkomme, weil normalerweise habe ich hier das ein oder andere Problem schon gehabt. Und ich bin total übermüdet, das muss man auch dazu sagen. Also ich bin ja seit... Seit wann? Seit 16 Uhr gestern wach? Seit 15 Uhr gestern bin ich wach. So, damit haben wir alles abgekühlt und abgedeckt und ich fliege eiskalt runter. Nein! Ach Mann, hätte das nicht nach dem Checkpoint passieren können? So. Und Splash. So. Sehr gut. Ach, verdammt. Da war ich wieder mal zu eilig. Also jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Jetzt werden die Levels schon ein bisschen anspruchsvoller. Ich weiß gar nicht. Irgendwie, ich habe echt das Gefühl, ich bin heute richtig gut. Ich weiß gar nicht, warum. Raketenfass-Rock. Ich finde es nur komisch, dass in der Welt kein Rock spielt. Aber das sind nur die seltsamen Gedanken eines Mettlers. Aber ich finde es echt schade, dass sie halt ihr Rare-Abzeichen immer hat, die Dixie. Aber gut, da haben wir auch schon so oft drüber geredet. Also, das gilt für alle YouTuber. Komm, stirb. So. Es gibt ja auch immer schöne Logikfehler bei so Sachen. Mit Wasser gibt es immer schöne Logikfehler. Finde ich immer interessant. Wasser. Man kann ja zwei Behälter nehmen mit Wasser. Die verbinden. Ne? Und man kann aber nicht auf der einen Seite mehr Wasser reintun als auf der anderen Seite. Das ist immer das gleiche Wasser. Ich habe da zum Beispiel das Bild vor Auge. Also zwei Gläser nehmen und einen Schlauch reinfüllen. Das geht, glaube ich, nicht, aber... Ja, die werden halt quasi... Das hat was mit Druck zu tun. Na, ist auch egal.
Das geht jetzt zu tief in die Physik. Eigentlich ist es keine Physik, eigentlich ist es Logik. Wenn man sich mit den Naturgesetzen auskennt. Egal. Und die Naturgesetze sollte eigentlich jeder kennen. Ach, scheiß drauf. Jetzt nehme ich mal das Puzzle mit. Und ich komme da nie unten drunter durch, ohne einmal Schaden zu nehmen. Ich verstehe nicht, was es immer ist. Kong. Kong die Dong, hau da auf den Fong. Und das ist Long in die Mong die Dong die Rong. Na, auch egal. Wow. Also, okay, wir haben das Arsch schon. Ja, und wie gesagt, ich habe die Map auch schon ein paar Mal gemacht, deswegen komme ich da auch so schnell zurecht. Und ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Das war eine Sekunde zu schnell. Egal. So, 1, 2 und 3. Ich kenne da, wie gesagt, schon die genauen Stichpunkte, wie man es machen muss. Naja, ja, wie gesagt, ich bin da schon echt schnell eigentlich am Durchheizen. Das ist nicht das Thema. Ach ja, und jetzt bin ich sogar alleine durchgerannt. Ich habe echt das Gefühl, ich weiß nicht, irgendwie bin ich heute in meinen Jump'n'Run-Skills echt geil. Ich weiß nicht warum. So, können wir das so machen? Müssen wir runter, dann geht's nach links. Und wir machen erst die A. So wie es gehört. Erst A und dann B. Wer A sagt, muss auch B sagen. Was? Das ist A richtig und B falsch. Boah, mich grinst diese blöde weiße Schokolade gerade an. Den Fettklops opfern. Komm mal rüber, Fetti. Okay, scheiß drauf. Wobei, ich sollte das vielleicht noch nicht abmachen. Erstmal die Hose anprobieren. Sollte mir zwar eigentlich passen. Ist jetzt 7x XL. So, die Hosen sind jetzt dummerweise zu klein. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum. Ich fühle mich manchmal, als wäre ich ich fühle mich manchmal, als wäre ich ein Sechszylinder, der nur auf 4 Takten oder 5 Takten läuft. Wie spät haben wir es? 10:47 Uhr. Boah, ich bin müde wie sonst was. Aber wenn ich mich hinlege, dann habe ich wieder das Problem wie immer. Also mein Schlafrhythmus ist momentan so brutal im Arsch, also der ist wirklich, wirklich unglaublich im Arsch. Dann habe ich mich hingelegt neulich um 17 Uhr und bin abends um 1 aufgestanden, konnte dann mal schlafen, habe mich sogar noch eine Stunde im Bett rumgewälzt, um zu schlafen, habe es aber nicht geschafft. Dann bin ich aufgestanden und dachte mir, okay, dann gehst du heute Abend um 8 ins Bett. Ja, ins Bett bin ich dann um 17 Uhr, habe mir gedacht, ich schlafe jetzt eine Stunde. Ja, aus der Stunde wurden aber dummerweise fast 5 Stunden. Und das war's dann eigentlich. Na, komm her. Okay, da war ich zu schnell. Und immer diese Zeitverzögerung beim Todesschrei. Hä, habe ich noch keine Speicherpunkte erhalten? Hilfe. Was? Was? Bitte was? Och, Menno. Hä, hey, willst du mich verarschen? Viele meinen immer, ja, ich kämpfe nur, ich mache nur mit dem hier, mit dem Wirbel. Ach so, verdammt. Da habe ich was verplant, ich habe Dixie verloren. Sehr ärgerlich. Alter. So. Naja, und schon wieder verloren. Klasse. Da ist ein Puzzleteil. Okay, wir haben das O schon mal. Ich muss... Ah, verdammt. Ich muss zwischendurch immer mal durchgucken, ob wir auch alles haben. Also, hoffe ich, ihr verzeiht mir das. So, jetzt, Alter. Entschuldigung.
Verdammt. Das gibt's doch nicht. Na also, geht doch. Da kann es übrigens sein, dass ich mich öfter mal verspringe. Weil da die Steuerung ein bisschen... Ja, die Steuerung backt hier ein bisschen rum teilweise. Das habe ich gemeint. Da habe ich gerade nach rechts gedrückt, aber der ist irgendwie nicht gesprungen. Autsch. Ah! Ach ja, eine halbe Stunde mache ich jetzt noch, also die Aufnahmesession. Dann sind wir genau auf 3 Stunden. Alter, ich habe mich geduckt. Was soll denn das? Ich habe mich geduckt gehabt, Alter. Hä? Autsch. Verdammt. Sprünge. Dieser typische Sprungfehler. Ich habe keine Ahnung, warum das manchmal so ist. Eigentlich dürfte das nicht der Fall sein. Eigentlich müsste der eigentlich nach links drücken, nach links springen. Tut er aber oft nicht. Das Problem habe ich oft schon gehabt. Okay, das war jetzt wieder so einer von diesen Fehlern. Da habe ich nach links gedrückt und er ist nicht nach links gesprungen. Warum auch immer. So, dann geht hier auf, dann können wir weitergehen. Ging das nicht mal, dass man die über den Haufen schießt? Ich dachte mal, das ging. Ah! So knapp. Ich wollte gerade Diddy aufheben. Oder Dixie, je nachdem, was da ist. Aber es war ein Diddy fast, aber ich glaube, das ist wieder eins, wo wechselt. Was? Was? Willst du mich verarschen? Sag mal! Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Nicht wundern, wenn ich jetzt gerade ein bisschen ruhiger bin. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Wow, 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 nein! Ah, das wäre natürlich sehr ärgerlich. Hallo, willst du mich verarschen, sag mal? Wow, im Hintergrund ist volle riesige, sind voll riesige Buckelwale. Deshalb waren diese Buckelwale nicht riesig. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass Buckelwale immer riesig sind. Die zweitgrößten Säugetiere der Welt. Oder waren es Blauwale? Ne, Blauwale waren die größten, ne? Ach, ich verwechsel es jedes Mal. Halt! Klasse, Alter. Was ist das jetzt gewesen? Ich habe doch das fast geworfen. Ach Mensch, ey. Das ist so eine Sache, die ich hasse. Oh je, ich merke gerade richtig. Und ihr wahrscheinlich auch. Wie meine... Ich sag mal, Wut ist es in dem Fall jetzt eher weniger. Wie könnte man das differenzieren? Und ich muss sagen, ich bin trotzdem begeistert eigentlich. Also ich, was ich hier schaffe, ich renne hier halt wirklich durch und metzel halt wirklich die Viecher einfach nur noch so nieder. Also ich glaube, die wissen teilweise selber nicht, wie ihnen geschieht. Tentakulos. Was? Ich will Dixie haben. Schon allein wegen ihrer A-Fähigkeit. Oh Mann, das ist echt nicht machbar. Ich bin gerade so müde, ich kann kaum aus die Augen schauen. Also tut mir leid, wenn meine Leistungen jetzt gerade ein bisschen nachlassen. Ich bin immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Komm her mit dem Ding. Ach, verdammt. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ist mir noch nie passiert, dass ich das dagegen geschmissen habe. Jetzt habe ich gerade voll in Strecke gerichtet. Ich dachte, ich schaffe den Sprung nicht. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Viel Spaß bei... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Haie
das seltsam halte. Und da muss ich einfach sagen, ouch, boah, du Sau, das gibst mir aber wieder das Herz. Scheiß Viech. Glaubst du es? Gib dir mir mein Herz, nimm dir mir mein Herz weg. Und dabei bin ich doch so ein herzlicher Mensch. Ersten Part. Und ich habe beschlossen, ich mache wirklich 15 Minuten Parts, damit ich das euch in möglichst guter Qualität, ich werde versuchen, es euch in höchster Qualität zu liefern. So, Pocolo-Labyrinth. Pocolo-Lack. Was? Pocolo-Lo. Irgendwie sowas. Irgendwie ein Labyrinth. Warum habe ich den nicht erwischt? Oh je, ich habe echt die Befürchtung, dass ich hier gleich ersticke. Wir haben schon nur noch ein Herz. Hilfe, gib mir Luft. Was? Oh, habe ich jetzt einen Schreck gekriegt. Das war so klar. Und wir haben auch keinen Mittelboss. Ach, verdammt. Na, komm her. Ich habe nicht die Luft, ewig mit dir zu spielen. Nein, das gibt's nicht. Das kann einfach nicht sein. Nein. Diese Sau. So, Leute. Jetzt sind wir wieder bei der goldenen Truhe. Und ich hoffe, ich habe halbwegs zumindest bewiesen, dass ich nicht ganz so unfähig bin, wie ich aussehe. Oder wie es oft wirkt bei mir. Das ist quasi grüner Ballon. Abgründe ziehen dich runter. Damit kann man irgendwie in Abgründe runterfallen, aber ich habe das nie ausprobiert. Keine Ahnung. So schlecht bin ich dann doch nicht. Willst du mich verarschen? Cranky, Alter. Geht voll ab. Was war das? Nein! Ach Mann, jetzt bin ich auf die Knöpfe gekommen. So ein Scheiß. Ach verdammt, nein! Ich bin so ein Hohlkopf! Das war ein Reflex! Oh Mensch! Oh Mensch! Ich hasse mein Leben. Puh! Lust. So, willkommen beim nächsten Bossfight, Leute. Und er überrascht mich erst einmal, indem er mich voll über den Haufen bläst. Nein! Und bam! Was hat er gemacht? Warum hat er sich nicht bewegt? Ach, oh, Cranky, du bist ein Vollidiot. Und aufs Maul! Hey, warum? Hey, warum? Ich hab doch gewartet! Was? Was? Warum konnte ich ihm nur eine aufs Maul? So schlecht. Ah, was mache ich denn da? Los starten. Ich warte und warte, es passiert nichts, was? Aber ich trinke mir kurz heimlich einen Schluck, so ganz klammheimlich während der Ladezeit. Also, jetzt haben wir endlich die Wasserwelt hinter uns gelassen. Und ich hoffe, dass es hier jetzt auch mal ein bisschen schöner wird. Weil ich mag ja die Wasserwelten überhaupt nicht. Und ich hoffe, dass es dann hier doch mal ein bisschen akribischer zur Sache geht. War das jetzt im Spiel oder außerhalb vom Spiel? Na gut, ist mir jetzt auch egal. Aber immer diese Zeitverzögerung beim Sound, ey. Da oben. Nein! Ernsthaft? Was zur Hölle? Das war klar, jetzt habe ich sogar... Das ist übrigens so eine Mechanik, die mir überhaupt nicht gefällt. Das wird bestimmt auch lustig. Wow. Bitte ein... Ich hätte gerne einen Zwischenboss. Also, ja genau. Kein Zwischenboss, sondern... Oh Gott, mit einem Herz noch ein Zwischenboss. Natürlich, klar, auf jeden Fall. Was war das? Na gut, zumindest ist alles schon mal bis zum G gespeichert. Bis zum G, Quatsch, was laber ich da? Bis zum N. So. Ich bin eigentlich echt schlecht in dem Spiel. Man merkt's. Ich habe keine Ahnung, wie ich da so durch das Jump'n'Run durchgeraced bin, ey. So. Man muss ja nichts überstürzen. Alter. Alter, ernsthaft? Ach, Mann.
Boah, das war unerheblich. Boah, das war Alter. Oh Mann, diese Typen gehen mir gerade brutal auf die Nerven. So, natürlich braucht man das, wie gesagt, nur einmal einsammeln, das wisst ihr ja schon. Boah, jetzt reicht's mal, aber jetzt halt sich durch, ey, ist mir jetzt egal. Oder auch nicht. Das ist aber echt so, das ist wie gesagt echt so eine Sache, ich mag das überhaupt nicht. Das Level hier ohne Dixie zu machen, ist echt schon scheiße schwer, finde ich jetzt jedenfalls. Ach, verdammt. Ich hoffe, ihr habt das nicht dauernd gehört, aber ich befürchte fast, ihr habt es dauernd gehört. Mein Spielesound von meinem Gamepad war an. Das ist nicht dein fucking Ernst. Jetzt habe ich diese beschissenen... Ich muss da echt durchheizen. Ich muss da echt durchheizen. Anders hilft mir das da echt nicht. Das ist so... Oh, ich hasse das. Diese getimten Sprünge sind so assi. Ich mag die überhaupt nicht. Eiskalt in den Tod. Okay, Rainer, jetzt zieh dich mal zusammen. Also, nee, nicht zusammenziehen, eher ausgestreckt bleiben. Das ist immer schöner, auch für Frau. Entschuldigung. Ich bin ein Vollidiot. Ich bin ein Vollidiot. Ich bin ein Vollidiot. Ich bin ein Vollidiot. Ich bin auf jeden Fall... Ich hasse... Das ist so eine Scheiße. Genau in dem Moment fällt es runter. Ich mag das echt nicht. Das ist so nervig. Wenn wir... Noch nicht mal geschafft. Was zur Hölle? Okay, ich bin mit der Steuerung gerade null vertraut, wie es aussieht. Ja. Aber ich habe ja sowieso von Anfang an gesagt, damals auch, was die Herzteile an... nicht Herzteile. Klar, ich bin voll in Zelda. Tut mir leid. Melonen zum Quadrat. With... Seit wann sind Melonen quadratisch? Wobei, es gibt ja tatsächlich quadratische Melonen, glaube ich. Und zwar haben die da keine, haben die da eine Form und eine Fassung, in die sie reinwachsen. Und dann kriegen sie eben eine viereckige Form. Zumindest habe ich das mal gehört. Stimmt aber, glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht. Ich war, keine Ahnung, ich habe das nie verfolgt. Wow, da ging es tief runter. Ja, die Welt hier mag ich nicht so besonders. Aber ich glaube, das hat man in meinem letzten Part ja gesehen. Autsch. Nein! Ich wollte mich jetzt ein bisschen speeden. Und das war natürlich wieder mein Fehler. Ich hoffe, ich verpasse hier jetzt nichts. Boah! Okay, das war wohl mein Ende. Scheiße. Ah! Ah! Ich war ja noch am Leben. Hilfe! Okay. Hey, du Sau. Was soll denn das werden hier? Nein, der hat mich doch tatsächlich... Boah, war das ein Tundenangriff? So... Hä? Das war ja voll der Bitch-Slap. Den der hier gemacht hat, ey. So, jetzt muss ich ein bisschen ruhig sein. Ich muss mich wirklich definitiv konzentrieren gerade. Und jetzt sind nämlich gleich durch das Level und ich möchte hier nicht Game Over gehen, wenn wir jetzt hier gleich durch sind. So viel zum Thema K.O. gehen. Muss ich jetzt nochmal von vorne... Ja, jetzt hier mal wenigstens den Game Over... Das Game Over... Boah, ich kann nicht mehr sprechen. Dann sehen wir jetzt wenigstens den Game Over Screen auch mal. Ach, da war ich unzu... Ach Gott, das... Ah. Hilfe. So viel zum Thema, ich sterbe garantiert nochmal. Aber jetzt bin ich, glaube ich, nach dem Speicherschwein gestorben. Kann das sein? Oh, shit happens. Jetzt haben wir keine Luft mehr. Jetzt werden wir gleich drauf gehen. Boah, da ist Luft. Oh. Boah, ich habe schon gedacht, ey. Und ich renne in diesen Stachel rein. Ja, also ihr habt das Geheimnis da unten gesehen. Das heißt, ich gehe dann nicht noch ein zweites Mal hin. So, wenn man das alles einsammelt, kriegt man 100 Pro auch noch eine Ding. Wow. Würde ich drauf wetten. Mist. Boah.
Boah, ich würde jetzt so gerne mal The Witcher irgendwann let's playen. Wow! Aber The Witcher ist, glaube ich... Ja, ich habe halt keinen The Witcher, leider. Also The Witcher 3 vor allem möchte ich halt let's playen. Weil das sah halt echt spektakulär aus. Ja, genau. Fisch. Ach, verdammt. Fuck. Ach so, hier geht's in den Tod, ne? Fuck. Also hier geht's in die nächste Ebene, habe ich gemeint. Wisst ihr was? Da warten wir kurz ab. So. Halt. Nein! Boah! Hilfe! Okay, leck mich am Arsch. Da haben wir wenigstens noch die Chance auf noch ein Herzchen. Ja, das Herzchen hier ist ja auf jeden Fall wichtig. Weil ohne dieses Herzchen... Warum habe ich da jetzt getrommelt? Verstehe ich nicht. Ach, verdammte Kacke. Ja. Wow. Ach, toll. Dankeschön fürs Gespräch. Ach, Mann. Ach, danke fürs Gespräch, du Drecksau. Ich habe vergessen, dass ich da nicht runter kann. Ich dachte, ich kann da runter. Aber das geht ja nicht. Ob man hier auch nochmal ein Leben kriegt, wenn man die einsammelt? Hallo? Ich wollte eigentlich springen. Boah, du willst mich wohl verarschen. Wieso macht er den Dreher nicht, manchmal nicht? Oh. Okay, er macht... Was zum... Boah, ohne Scheiß, ich hasse diese Map. Ganz ehrlich. Gehen wir halt auf die Eier, ey. Jetzt muss ich mich mal konzentrieren, sonst wird das heute nichts mehr. Ich dachte, da ist Wasser. Andererseits wäre das dann zu einfach gewesen. Ich bin aber schon so ein risky Typ, ne? Hä? Wieso habe ich jetzt Schaden bekommen? Boah, das war knapp. Ich bin schon so verfickte risky, ey. Ich kann einfach nicht warten. Was habe ich gerade gesagt mit Thema warten? Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt werde ich hier gleich den Ultra Kong rausficken, ey. Das kann ja nicht ernst sein. Okay, wir sind schon... Oh, ich habe in einem Part nur ein Level geschafft, Mann. What the fuck? Gele Talel. Nee, Fallet. Fatal. Gewalt fatal, wie auch immer. Wow, wow, wow! Was zur Hölle? Warum ist das rechts nicht da? Ach komm, jetzt habe ich Dixie nicht mehr. Achso, ich muss von vorne anfangen. Okay, dann ist es eh egal. Hä? Warum zur Hölle war das nicht da? Jetzt gerade... Wo ist er? Der Fuck! Das ist doch nicht dein Ernst, ey! Ja, kann ich mich umbringen? Braucht das nämlich, das Puzzleteil. Ich habe jetzt gerade Panik gekriegt, weil ich gedacht habe, das andere ist zu weit vorne. Und da hinten schmilzt das Eis bereits. Ah! Was war das? Ich bin runtergerutscht! Nein! Ah, ich weiß schon, warum ich keine Eislevel mag. Der Fuck! Nein, nicht schon wieder runterrutschen. Nein! Och, Donkey, warum hältst du dich nicht... Ich meine, gut, es ist Eis. Ich wollte eigentlich springen. Und jetzt ist da draußen wieder übelst Krach. Immer wenn ich aufnehme, so ist den ganzen Tag nichts. Und immer wenn ich am Aufnehmen bin, kommt da so eine Scheiße bei rum.
Aber ich war mir jetzt nicht sicher. Ach, verdammt nochmal. Jetzt reg ich mich schon wieder auf. Ah! Ach, ihr wollt mich doch alle scheiße natzen, ey. Das kann doch nicht ernst sein. Boah. Was? Da ist das N. Ach, ich dachte, die kommen nicht so weit runter. Da war das G, nicht das N. Boah, ohne Scheiß. Wenn das Projekt beendet ist, dann bin ich echt... Dann bin ich am Ende eines Nervenzusammenbruchs. Was zum... Ja. Ja, das war daneben. Okay, das war wohl unsere Dixie. Au! Okay, da habe ich mich jetzt echt dämlich angestellt, aber das war wieder dieser scheiß Knopf, weil ich bin halt jetzt echt von Zelda gewöhnt, immer auf X zu drücken, wenn ich springen will. Und deswegen habe ich da mich voll verpeilt gerade. War da nicht sogar mal was unten? Ja, ein Puzzleteil. Aber nichts wirklich Interessantes für uns. Ich wollte eigentlich jetzt oben auf die Fische springen. Ich glaube, das hat man aber auch gesehen. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich da runterfallen will? Nö, das habe ich eigentlich nicht. Wow. Ah, ich habe das Decay zumindest. Bam. Was zum... Ich bin zu weit vorne gesprungen. Weil letztlich... ich dachte, da war ein Herz drin. Okay, das war offenbar ein Fake. Also ein Fehler von mir. Ja, das war auch ein Fehler. Oh, ich glaube, ich komme da ohne Dixie gar nicht durch. Kann das sein? Ach, das wird wieder witzig. Nein! Oh, ich habe nicht genug Speed nach rechts gehabt. Boah, ich stelle mich gerade echt an wie ein Hund zum Eierlegen. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Entschuldigung, ich bin ans Mikro gestoßen. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich auf dem Fisch lande. Ach, komm schon. Das ist doch nicht euer Ernst. Und hier wurden nochmal die Eulen recycelt. Mit dem blauen Feuer. Vermutlich, dass es gut zum... Weil es gut zum Inventar passt. Was zum... Warum? Ich könnte so kotzen. Ah! Donkey, wieso hast du dich nicht festgehalten? Ich versteh's nicht. Ich versteh dich nicht. Willst du sterben? Was? Schon wieder nicht? Hä? Funktioniert mein RL-Knopf nicht? Nee, RZ-Knopf? Aber hier funktioniert er komischerweise. Ach so, warte mal. Ja, da geht's tief runter. Hab ich das Gefühl. Shit happens. Vor mir. Wow. Was? Ich habe so einen nervösen Finger heute. Das ist schon die ganze Zeit vorhin auch schon das Problem gewesen in der anderen Welt. Jetzt sieht es natürlich wieder so aus, als würde ich hier total abfailen, obwohl es eigentlich meine Lieblingswelt ist hier. Oder eigentlich meine mit meine Lieblingswelt. Nein! Der nervöse Finger. Ich mache das echt nicht mehr absichtlich, ich schwör's. Ach Mann! Wie komme ich denn jetzt an das G ran? Jetzt muss ich jetzt mal ein bisschen ausprobieren, wie ich an das G rankomme. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass das so beschissen platziert ist gerade. Das war wieder der nervöse Finger. Eigentlich ist es der nervöse Daumen. Okay, da wollte ich jetzt mal gucken, was da unten passiert. Okay, ich dachte, man kann auf die... Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich gerade in Gedanken versunken war wegen dem Puzzleteil. Ach, das war wieder klar. Ah. Ja, es geht. Lol. Aber er hat sich nicht festgehalten. Jawohl. Was? Nein! Wieso bist du abgesch...
Boah, ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Halleluja, Brüder. Ey. Oh, ey. What the fuck? Und ich hab kein einziges Puzzleteil. Ja. Jetzt habe ich zu sehr auf die Musik geachtet und aufs Spiel. Zu wenig. Ach, da war ich zu langsam. Ach, Mann, ey. Mir geht die Eule gerade tierisch auf den Zeiger. Dabei mag ich eigentlich Eulen. Das ist so real-life-technisch und alles. Boah, willst du mich jetzt verarschen oder was? Die Eulen haben es mir echt gerade angetan. Boah, ey, komm mal ehrlich. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Rainer, konzentrier dich jetzt mal. Das kann doch nicht dein... Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Das ist doch nicht dein echter Spielskill. Boah, ernsthaft, Donkey. Was soll denn das? Beweg dich halt mal. So, gerade ist echt wieder der Wurm drin. Ach, ich hab vergessen, die gehen runter. Ist mir zu spät eingefallen. Ah, ich dachte, ich schaff das noch. Du mit deinem komischen Methorn hier. Ja, das habe ich mir gedacht. Wieso? Das war wieder so ein Pixel wahrscheinlich. Ist das ein Bonus-Level? Nee. Das war wieder der blöde X-Knopf. Ich habe gedacht, ich springe damit und bin einfach mal gerannt. Ah! Das war nicht beabsichtigt. Ah, ich bin wieder Game Over. Ja, gut, ist jetzt auch egal. Jetzt, mittlerweile sind wir über den Punkt hinaus, wo ich mich über das Game Over aufrege. Ich sammle jetzt auf jeden Fall noch überall das Kong zusammen. Und ich, wie gesagt, ich denke, ich werde in der ganzen Welt 6 nur ganz gelegentlich mal was sagen. Ich werde euch da hauptsächlich das Gameplay zeigen, weil ihr sollt euch da wirklich mal ein wenig auf die Musik konzentrieren. Ihr wisst ja, ich bin ein Musik-Let's Player eigentlich, oder ein Musikkanal eigentlich, mit meinem Hauptkanal. Und deswegen ist Musik mir sau wichtig und das ist hier in dem Spiel besonders der Fall. Ach, ich hätte es eigentlich geschafft, aber ich habe nicht, der hat sich nicht gerollt. Ich habe jetzt die Map hier auch gerade gar nicht im Kopf, deswegen weiß ich nicht, wann, wo, was kommt. Ach ja. Wow! Toll, dankeschön fürs Gespräch. Jetzt habe ich aus dem Fenster geschaut und nicht aufgepasst, wo ich hinlatsche. Und gleich gehen wir wieder Game Over. Wie gesagt, Puzzleteile, ich weiß nicht, ob ich die irgendwann nachreiche. Für mich gehören die nicht zu 100%. Ja, Schneeflockschock. Schneeflockschock. Oh, das hört sich irgendwie nach Pflock-Scheiße an, die man reinhämmern muss. Hä? Bist du jetzt nicht festgehalten, Donkey? Ich hab doch den Knopf gehabt. Ja. Wow. Das habe ich jetzt irgendwie nicht mehr kommen sehen. Es ist echt so lange her. Ich habe das schon bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr durchgespielt, das Spiel. Boah. Jetzt wäre ich schon fast... Was zum... Boah. Hab ich so Schreck gekriegt. Boah. Da habe ich jetzt Angst gehabt, ich am Pinguin. Tatsächlich. Wie der noch im Flug kontrollieren kann, wo sie hinfliegen sollen. Du willst mich wohl verarschen. Sag mal! Ach, jetzt kommen wieder von oben die Schneeflocken. Die hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ah, wir hätten einfach weitergehen sollen. Ich wollte mich jetzt an dem Viech rächen gerade. Hä? Wieso komme ich jetzt da nicht hoch plötzlich? War der Winkel falsch? Okay, jetzt muss ich das ganze Level gleich nochmal machen, wenn ich jetzt nicht aufpasse.
Ja, das geht übrigens, dass die Fische da auch Zittinger werden. Oder auch nicht. Die verschwinden einfach. Scheiße. Ist auf jeden Fall so geil, hier so den Berg hoch struggeln. Und ja, das Wort habe ich geklaut. Ja, den Berg hoch struggeln, wo hier alles in Stücke fliegt. Da bin ich doch glatt von der Plattform gerutscht. Schon scheiß. Oh Gott, ich will das ganze Level nicht nochmal machen. Das ist zwar mein absolutes Lieblingslevel, aber das muss einfach nicht sein. Das ist einfach in der Aufnahme. Warum nimmst du das fast nicht mit Donkey? Ich habe es ohne? Ich habe es ohne! Wieso habe ich das ohne? Ich habe doch das O eingesammelt. Habe ich das O. Ach, ich habe das O vergessen an der einen Stelle. Oh nein. Sorry Leute, aber das müssen wir nochmal machen. Ja, man kriegt hier überall Dixie-Fässer. Eigentlich war es volle Verschwendung, die mitzunehmen. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, wie das gehandhabt wird. Ob die Dixie-Fässer dann mit der Zeit voll. Boah, was war das? Was war das? Oh, bin ich abgerutscht, weil es alles sich gespalten hat, war ich genau auf dem Spalt gestanden. Das nenne ich ärgerlich, ey. Ja, also man merkt schon, ich hab's auch anders drauf, wenn ich will. Boah, Leute. Ich nehme schon wieder seit... Seit wann nehme ich eigentlich auf? Das ist eine coole Frage. Ich nehme schon wieder seit 2,5 Stunden auf, ey. So krank. Einfach wieder viel zu krank. Und ich muss schon wieder aufs Klo. Naja, jetzt bin ich drin. Jetzt mache ich es auch mal schnell. Das heißt, wenn ich nicht vorher verrecke. Ach! Hey, warum hast du deinen Schwanz nicht gemacht? Also deinen Pferdeschwanz natürlich, meine ich. Also ich kann die Bonus-Games schon, wenn ich will, aber wie gesagt, ich bin halt in erster Linie weniger für die Bonus-Games gedacht. Also mich interessieren die Bonus-Games einfach relativ wenig. Jetzt muss ich mal kurz nach was gucken. Und zwar nach der Uhrzeit. Ja. Ich muss mal kurz was nachgucken. Ich bin gleich wieder da, Leute. Okay, Leute, ich muss jetzt den Part beenden, deswegen struggle ich jetzt hier mal noch ein bisschen schneller durch, hoffe ich jedenfalls. Aber natürlich will ich nach wie vor Hilfe. Gut, weil ich habe nämlich gerade auf die Uhr geschaut und mir ist gerade aufgefallen, es ist später als erwartet. Und ja, ich habe zwar normalerweise ja eigentlich keinen Zeitdruck. Okay, mach mich mal kurz kalt. Ich habe normalerweise keinen Zeitdruck beim Aufnehmen, weil ich ja mehr oder weniger das Ganze hier hauptberuflich mache. Und dementsprechend halt auch keine Probleme mit irgendwelchen zeitlichen Terminen. Allerdings habe ich heute einen zeitlichen Termin und deswegen muss ich mich hier ein bisschen beeilen heute. Weil jetzt eben schon fast 16 Uhr, also es ist schon nach 16 Uhr mittlerweile bei mir tatsächlich. Und das ist wirklich zu spät eigentlich. Oh. Jetzt hat er natürlich noch der Blitz eingeschlagen. Okay. Also, entweder ich gehe jetzt Game Over. Oder ich werde den Part hier so beenden. Wie es sich gehört. Nämlich mit einem Sieg über diese ganze Geschichte. Boah, ihr könnt mich mal. Wisst ihr was? Wir gehen Game Over. Alter, das ist ganz schön knapp bemessen, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, das ist noch knapper. Alter. Ich komme mir irgendwie gerade verarscht vor. Aber ich glaube, bei dem Level habe ich immer schon Probleme gehabt. Ich bin ja kein besonders großer Fan von Strom tatsächlich. Und dabei gibt es noch eine Info. Und zwar die Info, und ich habe nicht geweint, ich habe nur geschwitzt, weil ich war unterwegs. Die Info, dass ich keinen Strom mehr habe. Dort werde ich schneiden, rendern und hochladen. Ankündigen. Schneiden, rendern, hochladen.
Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Achso, ja, es gibt ein neues. Autsch. Es gibt ein neues Let's Play von. Nicht Prototype. Das hat mir ein bisschen spät was gebracht, tatsächlich. Toll. Heute habe ich es drauf. Wow, da war ich gerade fast ein bisschen zu risk. Aber wie sagt man so schön? No risk, no fun. So spiele ich. Ich beschwere mich immer bei anderen Let's Playern, dass sie so unaufmerksam spielen. Und dann merke ich nicht mal selber. Aber gut, man muss auch dazugeben. Ich muss auch zugeben, wenn man selber Let's Playt, ist es immer so eine Sache, weil man will ja die Leute unterhalten. Und sich unterhalten. Und gleichzeitig will man spielen und da unkonzentriert spielen, ist immer so eine Sache. Da bin ich schon so oft gefreckt, wie die meisten vielleicht. Man merkt, wenn ich mich wirklich konzentriere, dann komme ich eigentlich echt gut voran. Naja. Okay, wir kommen tatsächlich schon zum Boss. Ich mach's mal low, dann könnt ihr euch in den Kommentaren wenigstens wieder aufregen. Bin mal gespannt. Normalerweise brauche ich gar keine 3 Dixie-Fässer, normalerweise reicht ein Dixie-Fass. Na gut, auf zum Endboss. Ein Walross gegen einen Affen. Auch interessant. So, kurz das Mikro gerichtet. So, und das ist der Endboss. Der ist eigentlich recht witzig. Alter. Jetzt habe ich eine Dixie. Alter. Also jetzt stelle ich mich aber gerade echt an. Man hat schon gemerkt, wie man ihn eigentlich machen muss. Ich stelle mich gerade echt dumm an. Tut mir echt leid. Ich mache es mir aber auch wieder schwer heute. Aber ich finde die Musik gerade geil im Hintergrund auch. Führ dir mal nicht so auf, Frau Digga. Wow. Ich sagte, du sollst dich nicht so aufführen. Du machst die ganze Insel kaputt. Ich will hier noch ein paar Jahre leben. Mein Ruhestand und so. Irgendwann mal. Ja, jetzt kommt es gleich wieder. Ja, er hat Ruhestand gesagt. Er hat jetzt wirklich vor, Ruhestand zu machen. Nein, Leute, habe ich nicht. Weil jetzt alle ein paar so rumgeschmart haben. Oh, geht er jetzt in Rente? Und ich so, ja, genau, ich gehe in Rente. Mit 27 gehe ich in Rente. Oder 28. Habt schon recht. Ich glaube, es geht los. Alter. Ach, da muss man aufpassen, da ist ein Hase dabei. Ja, jetzt natürlich die Fläche vereist. Im Normalfall, wenn ihr euch auf das erste draufstellt und dann auf ein anderes rüber geht, im Normalfall landet auf dem ersten nur 2 und auf allen anderen landet einer. Und zwar immer eigentlich. Also eigentlich relativ easy. Alter! Ey, sag bloß, ich sterbe jetzt noch, Alter! Das wäre jetzt echt... Das wäre echt bitter. Warum bist du nicht gesprungen, Donkey? Das ist echt nicht wahr. Ich habe 3 Dixies dabei. Ich habe 3 Dixies dabei und ich verreck trotzdem. Willst du mich verarschen, Spiel? Mein Problem ist, dass ich so ein bisschen eilig habe gerade irgendwie. Geh bei Rutiger. Ich sag's euch, ich gehe beim Endboss jetzt nochmal Game Over. Ich schwör's. Die Musik ist wenigstens gut. Boah, ich peile das irgendwie nicht richtig. Irgendwie spiele ich gerade echt wie der letzte Loser. Und muss doch immer. Nö, eigentlich nicht. So, und vermutlich werde ich jetzt drauf gehen, weil ich ihn wieder falsch erwische. Autsch. So. Achso, das geht gar nicht, lol. Ich dachte mal, man konnte... Ach, ich habe den jetzt mit dem anderen Walross verwechselt. Hast du mal ein schönes Gitarrenriff hier abgespielt? Dup. Ich wollte gerade noch das Herz einsammeln, dachte mir, war das jetzt und springst einmal über ihn drüber. Was? Ich bin noch gesprungen! Boah, ohne Fuck. Ey, fick dich doch. Ich habe ihn doch voll erwischt. Ey, komm, fick dich doch. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Ich geh jetzt dann gleich raus, kauf mir Cranky Fässer und ein paar Leben, sonst verrecken wir hier. Okay, ist schon ein bisschen das letzte Leben. Mal die Skills ausbacken hier. Ja, wenn man es gut macht, trifft man ihn 2-mal. Ja, das war klar. Und Game Over sind wir echt noch, ohne Scheiß. Ey, ohne Fuck. Kaufen wir mal 10 Leben. Nur so, dass wir es haben. Ach komm, scheiß drauf. Was soll der Geiz? Wir sind beim Endboss, Leute. Wir machen es jetzt mal richtig hier. Wir machen es jetzt einfach so. Dann habt ihr beim Endboss nochmal alles gesehen, was man so machen kann. Ja, mag ziemlich lame sein. Also wir haben jetzt ein zusätzliches Herz, wie man sieht. Wenn ich es jetzt noch richtig lame machen hätte wollen, hätte ich auch noch goldene Herzen besorgen können. Aber ganz ehrlich, warum denn? Passt auf, und jetzt schaffe ich ihn, ohne ein einziges Herz zu verlieren. Warum helfen dem eigentlich Drachen, auch wenn es Eisdrachen sind? Finde ich voll uncool.
Seit ich diesen Boss gemacht habe, ist mir unglaublich aber wahr, das noch nicht passiert. Ey, komm! Ich hab dich doch jetzt gleich, Alter! Ich hab noch nie so lange für den Boss gebraucht. Das ist wieder so typisch für die Aufnahme. Oh Gott. Oben oder unten? Oben oder unten? Unten! Ach komm, leck mich doch. Ach, fick dich doch einfach nur, ey. Ohne Scheiß. Jetzt habe ich schon gedacht, der springt auf meine Ding. Boah, warum kam die jetzt nicht rechtzeitig? Ach komm. Ach, Mann, ey. Das ärgert mich jetzt gerade. Ich habe noch nie Probleme bei dem Boss gehabt. Aber immer wenn ich aufnehme, regt mich das dann auf. Wir sehen uns im nächsten Part. Muss ich jetzt doch den Part früher beenden. Haut rein, bis dahin. Euer Loserlord. Metal Leute, Servus und herzlich willkommen beim, ich sag's heute mal anders, Loserlord. Weil ich hier voll am Ablosen bin. Ey, ohne Scheiß, wenn ich privat spiele, dann mache ich diesen blöden Wichser so fertig und das regt mich total auf. Das habe ich schon extra eine längere Folge gemacht beim letzten Mal und habe trotzdem verkackt. Der ist nämlich eigentlich gar nicht so schwer, aber ich habe halt überhaupt keine Übung mehr in den Typen. Ach komm ey, du kannst mich mal, du Pisser. Ja, ja, spring du nur mit deiner dicken Wampe, da geht schon alles unter, ey. Boah, ich könnte so kotzen. Mal ernsthaft, so ein schönes Häuschen auf einer Insel wäre doch eigentlich mal richtig ideal. Vielleicht noch eine 100, noch eine schöne 100, 200k Glasfaserleitung auf der eigenen Insel. Eine schöne kleine Villa hinstellen. Da könnte man super Videos produzieren. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt wieder, wie man machen muss. Olle Potsau, jetzt komm her, ich will hier auf dich drauf. Was zum... Warum bist du nicht gerollt, Donkey? Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht, Donkey. Ich verstehe dich nicht. Warum rollst du nicht, du blöder Pisser? Mann, Alter, jetzt rollt er wie ein Weltmeister. Gerade hat er sich keinen Millimeter bewegt. Mann, ich verstehe Donkey manchmal einfach nicht. Was soll denn das? Und ich weiß, warum das jemand gesagt hat, weil er einfach ein Vollidiot ist, der mal wieder keinerlei Intentionen in dem ganzen Scheiß versteht. Aber gut, wahrscheinlich weiß der Mensch nicht mehr, was Intention bedeutet. Mit Fremdwörtern um sich werfen kann schließlich jeder. Blöder Pisser! Ach, Mann. Ey, komm! Ist ja peinlich, was hier passiert. Ich habe jetzt 10 Herzen, das muss eigentlich reichen. Ey, komm! Was ich nicht ganz verstehe, der steht auf Eis. Warum ist hier überall Lava? Boah, warum treffe ich den denn nicht, ey? Am Anfang ist es so einfach, jetzt treffe ich ihn gar nicht mehr. Ist der jetzt schneller oder woran liegt es? Na also, du blöde Drecksau, Alter. Jetzt habe ich zu früh draufgehauen. Ah, jetzt habe ich zu früh X und Y gedrückt. Na egal, wir haben es geschafft, Leute. Gottes Willen, ey. Sau geil. Bei dem Typen kommt Frost raus und bei ihm kommt der Frühling raus. Wer hätte es gedacht? Und die fliegen einfach mal... Genau, richtig. Die fliegen auf Blumen... Ach, weißt du was? Oh, mir fällt gerade auf, der Laptop hat fertig gerendert. Muss ich gleich das nächste Video in Auftrag geben, dass er weiter rendert. Leute, das war's jetzt mit Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Liken, teilen, abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen. Und bis dahin, euer Drache. Ciao.